Also es war auf jeden Fall eine sehr positive Geschichte am Ende, dass wir das Spiel noch drehen durften. Ja, wir sind früh in Rückstand geraten, 2-0. Das war mit Sicherheit erstmal ein Schock für uns. Wir haben nicht wirklich das Mittel gefunden am Anfang, weil der Gegner uns gerade im Mittelfeld Mann gegen Mann zugestellt hat. Da war die Freilaufbewegung nicht wirklich so gut, wie wir sie eigentlich beherrschen. Ich denke mal, das war so der Grundaspekt, warum das Spiel in der ersten Halbzeit sehr zerfahren war. In der zweiten Halbzeit war es dann wirklich so, dass wir auch mutiger rausgekommen sind, dass wir mehr Leidenschaftlichkeit in den Zweikämpfen entwickelt haben. Und das war natürlich neben dem Kombinationsspiel und neben der Umstellung auf das Spiel, wo wir über die Außen mehr fokussiert haben, weil der Gegner nur einen Außenspieler hatte, mit Sicherheit dann ausschlaggebend dafür, dass wir in der zweiten Halbzeit als Sieger vom Platz gehen durften. Ja, es war mit Sicherheit der Plan, das Spiel gegen die Wehner, die im 4-4-2-Raute eng gespielt haben, dann irgendwo ein Stück weit auch mehr über die Außen spielen zu lassen, dass wir uns durch frühe Verlagerungen Überzahlsituationen auf den Flügeln kreieren oder dass wir eben mit tiefen Bällen dann agieren hinter die Kette von Wehen, falls der Außenverteidiger aufgerückt ist. Und das hat dann tatsächlich auch den Ausschlag gegeben. Also wir haben eine sehr gute Breite im Kader, gerade auf der offensiven Außenbahn, sodass es der Spieler in dem Fall gut gemacht hat. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es andere auch ähnlich hätten lösen können. Also das Fazit ist durchweg positiv. Wir sind mit Sicherheit für viele waren wir der Abstiegskandidat Nummer 1 in dieser Runde. Und wir haben uns durch eine ganz leidenschaftliche Vorbereitung, durch den unglaublichen Aufwand von vielen Spielern, die teilweise 2 Stunden ins Training fahren, hin und 2 Stunden zurück, in eine Situation gebracht, wo wir auf einmal konkurrenzfähig sind in der Hessenliga. Und das hat vor 4 Monaten wahrscheinlich keiner gedacht. Und jetzt stehen wir nach 3 Spielen mit 6 Punkten da und haben unsere Aufgabe mehr als überzeugend überwältigt. Und wir sind einfach nur stolz auf den Moment, bereiten uns vor auf das nächste Spiel gegen Erlensee, auf die nächsten 3 Spiele, die mit Sicherheit sehr, sehr schwierig werden wir. Aber alles in allem sind wir natürlich durchweg positiv, nehmen die gute Stimmung mit und hoffen, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen ärgern können in der Liga.